Heute in der Sendung Kampf gegen AIDS, die Zukunft der sexuellen Gesundheit in Niedersachsen. Außerdem der britische Opernsänger James Newby im H1-Interview der Woche. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Beim Stichwort Pandemie kommt einem unweigerlich Covid-19 in den Sinn. Doch es gibt noch andere Infektionskrankheiten mit pandemischen Ausmaßen, darunter HIV und AIDS. Bis 2030 will die UN die Krankheit besiegt haben. Und das weltweit. In Hannover hat die AIDS-Hilfe Niedersachsen zu einer Podiumsdiskussion zur Zukunft der sexuellen Gesundheit eingeladen. Meine Kollegin Leonie Evers war vor Ort. Eine Podiumsdiskussion zur Zukunft der sexuellen Gesundheit und die Bekanntgabe eines neuen Verbandsnamens. Dazu hatte die AIDS-Hilfe Niedersachsen eingeladen. Politikerinnen fast aller Parteien, die im Landtag vertreten sind, sind gekommen und auch eine Politikerin der Linken. Aufgrund ihrer umstrittenen Haltung zum Thema wurden PolitikerInnen der AfD nicht eingeladen. Eine Einschätzung zur Lage der HIV-Infektionen weltweit gibt Thela Wernstedt von der SPD. Bis 2030 soll diese Pandemie ausgerottet sein auf der Erde. Ich halte das für einen guten Plan, aber es ist auch sehr ambitioniert, wenn man an viele, auch gerade afrikanische Länder denkt, in denen das ja grassiert und wo die Gesundheitssysteme schlecht ausgebaut sind und oft auch kein Krankenversicherungsschutz besteht, über den man dann auch die entsprechenden Medikamente bekommen kann. Aber für uns bedeutet das in Deutschland, dass wir die Präventionsarbeit noch ein Stück weit verstärken müssen, weil zum Beispiel in Niedersachsen unterdurchschnittlich wenig oder viele Menschen überhaupt wissen, dass sie eine Infektion haben. Und nur wenn man das weiß, kann man sich selber in Therapie begeben und kann auch andere schützen. Da ist noch Luft nach oben. Eine Infektion mit HIV ist nicht heilbar. Betroffene, die über ihre Infektion Bescheid wissen, können mit Medikamenten gut und lange leben. Diese verhindern, dass sich nach einer HIV-Infektion das lebensbedrohliche Immunschwächesyndrom AIDS entwickelt. Womit HIV-Positive jedoch zu kämpfen haben, sind Vorurteile, Stigmatisierungen und Diskriminierungen. Doch wie kann sich das ändern? Jessica Kausen von der Linken. Also wir haben ja heute die tollsten Fragen und Statements hier gehört, wo Betroffene einfach mit konfrontiert waren. Angefangen von, kann ich mich anstecken, wenn ich wem anders, der HIV-positiv ist, die Hand schüttel. Also es sind ja Sachen, damit sind Betroffene jeden Tag wirklich konfrontiert. Und da müssen wir auch Aufklärungsarbeit leisten und sagen, nein, du kannst dich nicht damit anstecken. Aber das, was die ganzen Verbände hier tun, diese Aufklärungsarbeit, teilweise in 1-zu-1-Gesprächen, kostet die Verbände unglaublich viel Zeit und damit auch einfach Geld. Das Personal ist relativ knapp gebunden immer, sodass wir da finanziell mehr ausstatten müssen, aber auch versuchen, diese Gespräche raus aus der 1-zu-1-Situation in die Gesellschaft zu transportieren. Denn es bedarf einfach einen gesellschaftlichen Wandel. Da die AIDS-Hilfe auch Ansprechpartnerin bei anderen sexuell übertragbaren Krankheiten ist, hat sie sich umbenannt. Der neue Name: Landesverband für sexuelle Gesundheit Niedersachsen. Dr. Christian Wichers. AIDS-Hilfearbeit ist traditionell kommt aus dem Bereich, wo natürlich die hauptbetroffenen Gruppen aus dem sogenannten MSM-Bereich, also Männer, die Sex mit Männern haben, schwule Männer kamen. Wir haben über die Zeit erkannt, dass es auch viele andere Personengruppen gibt und wir wegkommen müssen von der Fokussierung oder, sage ich mal, auch Diskriminierung genau dieser bestimmten Personengruppen. Das sogenannte queere Spektrum ist eine unserer Hauptzielgruppen, aber unser Auftrag ist es, und so verstehen wir uns auch zukünftig und unsere Arbeit, in die Allgemeinbevölkerung, die Gesamtbevölkerung hinein, unsere Kompetenzen, unsere Angebote anzubieten und entsprechend auszubauen. Vor dem Hintergrund einer Zunahme sexuell übertragbarer Krankheiten ist diese Arbeit wichtiger denn je. Und nun zu den Meldungen des Tages aus Hannover und der Region, für Sie kurz und kompakt zusammengefasst. Seit 2 Jahren steht der Karstadt-Komplex in Hannovers Innenstadt leer. Eine große Fläche, die viele Menschen gerne nutzen würden. Darauf macht die Agentur für kreative Zwischenraumnutzung Hannover aufmerksam. Denn vor allem Kunstschaffende haben immer weniger Platz in Deutschlands Innenstädten, wie Ingrid Wagemann weiß.
Wir möchten bezwecken, dass wir machen das ja gemeinsam mit dem Kreativnetzwerk und auch mit Endboss. Wir möchten bezwecken, dass wir wissen und zeigen können, dass junge Kreative, junge Kunst- und Kulturschaffende großes Interesse haben, auch innerhalb der Innenstadt aktiv zu werden, dass es aber eben keine Möglichkeiten für sie gibt, weil die Mieten sind nicht zu bezahlen für einen Start-up. Unter dem Motto »Wir machen Stadt«, wem gehört die Stadt, lädt die Zwischenraumnutzung Hannover am Samstag zu einer weiteren Veranstaltung gegen den Leerstand ein. Das neue Diakovere-Mutter-Kind-Zentrum auf der Bult feierte am Mittwoch Richtfest. Das Zentrum mit dem Namen Henrike soll die modernste Einrichtung seiner Art werden, in der die Geburtsstationen des Henriettenstifts und Friederikenstifts zusammengelegt werden. Insgesamt soll Platz für 67 PatientInnen entstehen. Beim Richtfest mit dabei Gesundheitsministerin Daniela Behrens, Regionspräsident Steffen Krach, Oberbürgermeister Belit Onay sowie Ekaterina, Erbprinzessin von Hannover, Schirmherrin des Projekts. Bis spätestens 2024 soll das Mutter-Kind-Zentrum fertig gebaut sein. Parallel wird außerdem das Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult umgebaut, um die Neugeborenenmedizin besser aufzustellen. In unserem vierten Interview der Woche spricht Robin Shakibai mit dem britischen Bariton James Newby, wie der Opernsänger in Hannover gelandet ist und wie Rugby und Oper zusammenpassen, erzählt er uns jetzt. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe vom Interview der Woche. Heute zu Gast Opernsänger James Newby. Hallo James. Hallo. James, was ich schon immer mal einen Opernsänger fragen wollte, wie hoch kannst du eigentlich singen? Gute Frage. Also... es ist abhängig von, wie gut ich fühle. Aber ja, normalerweise bis zu G, also zwei Oktaven. Du fühlst dich gut? Eine kurze Tonprobe vielleicht? Nee, heute nicht. Heute, ich bin nicht aufgewärmt. Okay, alles gut. Du bist Bariton für die Staatsoper Hannover. Und ich habe dich auch schon mal besucht dort. Das war im Winter beim Stück Greek. Das war das erste Mal, wo ich selbst in der Oper war. Vielleicht magst du einmal kurz erklären, worum ging es da? Also Greek war eine ganz interessante Geschichte. Es ist die Geschichte von Ödipus, aber es ist in heutzutage. Und es ist in London stattgefunden. Und ich mache Eddie, er ist so ein Typ, er ist ein englischer Typ, er ist ganz, hat diese Aussprache, das ist ganz lustig. Und ja, es ist ein ganz neuer Stück und es ist ein bisschen schwer für die erste Besuch in der Oberhaus, oder? Für euch. Aber es war sehr interessant zu sehen. Du hattest einen roten Trainingsanzug an, ja. Dein Kopf war rasiert. Das war ein ganz anderer Typ, als du in Wirklichkeit bist, wie ich dich kenne. Ja, klar. Also ja, der Kopfrasier war ein bisschen anstrengend. Aber ja, nee, es war so ein gutes Stück. Ich habe so viel Spaß gemacht. Das glaube ich dir. Welche Rollen spielst du denn aktuell in der Spielzeit? Also ich spiele momentan Eugen Onegin und auch Sweeney Todd. Also wir haben die zwei, das läuft zusammen. Und ja, wir haben morgen Eugen Onegin, das ist ein russischer Oper. Und dann Sweeney Todd ist ein Operetta oder ein Musical, also von Stephen Sondheim. Gibt es denn eigentlich eine Traumrolle, die du irgendwann in deinem Leben einmal spielen möchtest? Ja, es gibt viele, die ich spielen sehr gerne. Also Billy Budd von Benjamin Britten ist ein cooler Mensch. Und auch, was noch, Don Giovanni von Mozart. Und, ja, es gibt so viel, aber ja. Opernsänger ist ja ein sehr außergewöhnlicher Beruf. Wie hast du eigentlich dein Talent entdeckt? Wann hast du gesagt, so jetzt werde ich Opernsänger? Also es war ziemlich spät, also mit 18 und 19 war ich sicher, dass ich Opernsänger sein möchte oder so. Und ja, also ich habe viel Sport gespielt eigentlich. Ich habe nicht so viel Musik gemacht, aber ja, ein bisschen später mit 18 habe ich entdeckt, dass ich singen kann oder könntest. Oder war so. Das dann unter der Dusche oder wie hast du das entdeckt? Nee, also ist ein bisschen, die Geschichte ist ein bisschen kompliziert, aber ich habe ein bisschen in der Schule gesungen. Und dann mit dieser Schule sind wir zum einer Kathedrale gegangen. Und ich habe da ein bisschen gesungen und
eine Canon hat mir gehört und er hat gesagt, dass vielleicht ich singen könnte. Also, und dann bin ich zur Musikschule, Hochschule gegangen und ja. Und bist Opernsänger geworden. Ja, genau. James, du bist in Großbritannien aufgewachsen. Was hat dich aber nach Hannover gebracht eigentlich? Also es war für Arbeit. Also ich kam hier zu singen bei der Staatsoper. Also ich habe diesen Vertrag bekommen und ja, bin ich hier gegangen. Das heißt, du hast nicht zu Hause im Studium in Hannover Oper Bettwäsche geschlafen und eines Tages geträumt, ich gehe nach Hannover, werde an die Uni gehen? Also, es war nicht so, aber diese Verträge sind sehr gut, besonders für junge Opernsänger. Also es war wirklich gut für mich und für meine Arbeit. Ja. Sehr gut. Deswegen meine Frage auch, wie steht es eigentlich um die Oper Hannover im internationalen Vergleich? Also es ist sehr gut, ja, sehr berühmte Open House. Es ist ein A-Haus sozusagen und ja, super toller Chor und auch Orchester und ja, es ist sehr ein guter ja. Eine gute Adresse, hä? Ja, klar. Eine gute Adresse in der internationalen Opernwelt. Du bist in diesem großen Opernhaus, aber was ist dein Geheimtipp für Hannover? Wo gibt es hier noch Musikkultur zu entdecken? Gute Frage. Also die Hochschule ist ganz, ganz gut. Also es gibt so viel in der Hochschule, das ist wirklich klasse. Also ich habe mit ein paar Leuten von da gesungen und sie sind immer echt, echt gut. Und ansonsten weiß ich nicht, Faustzentrum wahrscheinlich. Und ja, es gibt so viel. Es ist wirklich ein Kulturstadt. Ja? Es gibt so viel hier in Hannover zu tun. Es ist echt cool. Hörst du eigentlich privat auch immer klassische Musik oder hast du auch mal Rock oder Pop oder Techno? Was hörst du privat? Also ich höre diese britische Rap sozusagen, ja. Leute wie Tom Misch und Rex Orange County, das ist nicht britisch, aber ja, und Sam Fender, dieser, ja. Also nicht so viel klassische Musik, aber ich höre klassische Musik, wenn ich etwas lernen muss. Also es ist ein schneller Weg zu lernen. Du stehst ja nicht nur auf der Opernbühne, sondern hast im Jahr 2020 auch dein erstes Soloalbum rausgebracht. Wie kam es dazu? Also das war mit diesem schwedischen Record-Label BIS. Und mein Freund, der Klavier spielt, er hat viel mit BIS aufgenommen. Und ja, er hat mir nur empfohlen und wir haben zusammen diese I Wonder As I Wonder CD rausgebracht. Ja. Worum geht es auf dieser CD? Was sind diese Songs? Also wir haben Benjamin Britten, Schubert, Mahler und Beethoven. Und es war die Geburtstag, ich glaube 250 Jahre von Beethoven. Ich glaube, das könnte nicht richtig sein. Aber und deswegen haben wir dieses große Stück An die Ferne geliebt. Ja. Und es geht um, wenn du für den Heimat, wie heißt das Wort, also die Heimat, long, when you long for it. Wenn du dich sehnst nach etwas. Ja. Genau, und es war wichtig für mich, weil ich nur ein Jahr hier in Hannover war und ich habe das echt gefühlt. Also, ja. Sehr schön, und ich beglückwünsche dich für diese Platte auf jeden Fall. James, ich weiß aus verlässlichen Quellen, dass du in deiner Freizeit gerne Rugby spielst. Ja. Opernsänger und Rugby-Spieler, wie passt das zusammen? Also, weiß ich nicht. Nicht so gut. Also, mit Opernsänger, also ich habe meine Stimme immer mit. Ha? Also, es ist immer mit mir. Also, mein Instrument ist immer da. Also, wenn ich nicht so wohl fühlt, dann meine Stimme natürlich ist auch nicht so gut. Also, ich muss ein bisschen aufpassen. Aber ich finde es wichtig, dass wir andere Sachen machen, dass wir nicht so immer an Oper denken und es kann so schwer sein, wenn du musst immer auftreten und Vorstellungen machen. Es ist schon anstrengend. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir andere Sachen zu tun haben. Aber es ist schon mal passiert, dass du zum Beispiel im Spiel eine Schramme im Gesicht hattest und dann am nächsten Tag auf die Bühne musstest? Ja, aber wir haben eine sehr gute Maske hier in der Operhaus. Also ein bisschen schminken ist kein Problem. Wa? Also du musst aufpassen mit den Nasen, das kann die Klinge komplett enden, aber ansonsten. Ja, du hast ein Instrument immer dabei. Man sagt, die Stimme ist wie ein Muskel, der auch immer trainiert werden muss.
Aber was ist denn anstrengender, auf der Bühne oder auf dem Sportplatz? auf der Bühne. Also das für mich sportlich nicht so natürlich, aber für die vom Kopf, den Gehirn, so viel Energie und das Druck auch, kann ja echt schwer sein. Also, ja. Dann hoffen wir, dass dein Trainer Johannes dieses Interview nicht sieht. Ja, genau. James Nubi, Bariton der Staatsoper Hannover, vielen Dank für deinen Besuch hier. Dankeschön. Und nun zu unserem Veranstaltungstipp. Vom 15. bis zum 18. September findet im Kulturzentrum Pavillon das Multitude Festival statt. Das Festival für feministische und intersektionale Solidarität bietet ein vielseitiges Programm rund um das Thema starke und selbstbestimmte Frauen. Unter anderem gibt es zahlreiche Workshops und verschiedene Theater- und Performance-Darbietungen. Und das war's auch schon wieder mit 0511. Wir sind morgen um 18.45 Uhr wieder für Sie da. Machen Sie's gut. Tschüss.